Zeit für Deck Nummer 2. Lotus Field Combo. Auch hier schauen wir erstmal kurz drauf, wie denn das, das Meta-Deck überhaupt aussieht. Warte. Ich switch gerade mal wieder rum. Boom. Hier haben wir übrigens alle Decks, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich schaue mal auf MTG Goldfish. Quasi im Metagame, das findet ihr unter Decks und dann Popular Decks Metagame. Dann habt ihr die verschiedenen Formate. Hier werden quasi alle Decks gelistet, die viel bei Turnieren angemeldet werden. Das ist nicht nach Win Percentage oder so, oder hier sind nicht die meisten. Also Phoenix ist jetzt nicht automatisch das bestgewinnendste Deck, aber es ist das, was momentan am meisten angemeldet wird. Und hier finden wir dann zum Beispiel auch hier Spirits oder Mono Black Aggro. Tatsächlich sind ein paar dieser aktuellen Decks ein bisschen abgerutscht. Burn ist tatsächlich das monorote Deck, hier in der weiß-roten Variante. Ist tatsächlich noch recht beliebt auch, und dazu kommen wir auch gleich noch. Aber hier Mono Red Aggro, stimmt es hier auch. Hier haben wir das Oz of Auras Deck und hier Hidden Strings. So heißt quasi das Lotus Field Album. Und wir haben hier Arboreal Grazer, 4 Stück, 2 Fae of Wishes, 4 Vizier of the Tumbling Sands. Das ist einer der Combo-Pieces, die man braucht, denn sie untappt eine andere Kreatur und sie kann gecycelt werden, was ziemlich cool ist, und untappt dabei noch eine Kreatur. So, dann haben wir hier, das scheint jetzt so eine dreifarbige Variante zu sein, mit Rot mit drin, mit Galvanic oder Galvanic Iteration, die spielen wir nicht, also ist auch nicht in dem Deck drin. Hidden Strings ist das andere Combo-Piece, you may tap or untap target permanent, then you may tap and untap another target, und dann Cypher. Ja, das gucken wir uns gleich mal an, wenn ich die Karte vor Augen habe. Strategic Planning, um Karten zu finden, ähnlich wie Civil Scrying. Balagred Recovery. Return Target Card from your graveyard to your hand, also wenn du ein Combo-Piece eben brauchst daraus. Masterminds Acquisition gibt uns Zugriff auf das Sideboard, was uns dann ein Wishboard beschert. Pour Through Pages, weiterer Dig Spell, wo du nachgucken kannst, wo deine Combo-Pieces sind. Peer Through the Abyss, Target Player draws cards equal to half of the number of cards in their library and loses half their life, rounded up each time. Also hier kannst du nochmal eine ganze Menge Karten ziehen. Dig Through Time, ein Death Spell, das heißt, man kann Karten aus dem Friedhof exilen, anstatt die generellen Mana-Kosten zu zahlen. Das heißt, man kann aus 2 Mana, look at the top 7 cards of your library, put 2 of them into your hand and the rest of the bottom of your library in any order. Dann typische Shenanigans mit Pathways in eben grün-blau, Botanical Sanctum, 4 Stück, ein Forest, ein Triom mit Rot, ganz wichtig, 4 Lotus Fields, 4 Thespian Stage, um eben ja, potenziell weitere Lotus Fields zu bauen. Und Yavimaya Coast zweimal. Und ich muss mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht so hundertprozentig, wie die Combo komplett funktioniert. Ich hoffe ein bisschen darauf, dass das Deck das in dem Insert ein bisschen sagt. Im Endeffekt will man quasi regelmäßig Lotus Field untappen mit Vizier of Tumbling Sands und eben Hidden Strings. Was eben sagt, you may tap an or untap a target permanent, then you may untap an untap and you may tap or untap another target permanent, Cypher. Then you may exile the spell card encoded on the creature you control. Whenever that creature deals combat damage to a player, its controller may cast a copy of the encoded or encoded card without paying its mana cost. Okay, da steckt also sehr, sehr viel drin. Aber ich würde sagen, genug der Theorie. Wir bauen es jetzt erstmal, machen es jetzt mal auf, denn dann wird vielleicht einiges ein bisschen klarer. Ich bin sehr excited, was dieses Deck angeht. Denn es ist einer meiner wenigen Combo-Decks, die ich jemals besessen habe. Nee. Was haben wir hier für einen Text drauf? Nee. Wow.
Slay it with flowers. Mit dem guten Lotus Field. Auch hier wieder die formschöne Deckbox. Auch hier wieder ein Platzhalter. Kartentrenner und Sideboard. Und dann das Hauptdeck. Aber hier will ich tatsächlich mal in diesem mal kurz reinschauen, wie das denn beschrieben wird, wie man das spielen möchte. Erstmal hier, oh, hier kann man sich die vier Decks nochmal anschauen. Und hier ist ein Poster drauf. Cool. Okay, das ist einfach nur What is Pioneer. Never mind. Cool, das Deck wird uns hierbei nicht erklärt. Schade. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Aber hey, wir können es ja vielleicht nochmal gemeinsam herausfinden. Schon. Nur die Sun bräuchte man öfter drin. Ja, ich habe schon herausgefunden, dass das quasi so eins der Finisher ist, im Endeffekt, was man aus dem Sideboard spielt. Und ja, da würde ich auch sagen, man bräuchte es Minimum zweimal, glaube ich. Okay, wir haben Fae of Wishes. Eins, zwei, drei, mal. Dann hier Masterminds Acquisition. Unser anderer Wish-Spell zum Sideboard hin. Dann Peer into the Abyss. Eben schon vorgetragen, haben wir zweimal. Moment, jetzt haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich glaube, das ist einfach jetzt der teure Spellstapel. Dann Dig Through Time, zweimal. Kommt auf den einfach zu teuren Stapel. Lotus Field, das ist halt so schön, ne? Lotus Field einfach viermal, gar kein Problem. Müssen wir auch im Deck spielen, sonst macht das Deck keinen Sinn. Aber da hätten sie sich ja auch super häufig einfach sagen können, hey, wir packen einfach nur zwei rein oder so. Deswegen bin ich da ein großer Fan von, genau wie Thespian Stage. Auch viermal, keine Nachfragen, brauchen wir. Yavimaya Coast haben wir, oh, ebenfalls viermal drin. Das ist doch nett. Dann Temple of Mystery zweimal. Das ist auch okay. Könnte man eventuell überlegen, ob ich da nicht sogar noch eins oder zwei mehr reinpacke. So, Kreaturen. Arboreal Grazer. Viermal. Das sind schon mal zwei mehr als in der Stockliste. Aber das muss ja nicht, nichts heißen. So, dann Visier of Tumbling Sands, viermal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Drei Mana kommt hier hin. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Basics. 1, 2, 3, 4 Opt. Dann, okay, jetzt haben wir hier nochmal Hidden Strings. Wieder übrigens in der Shooting Star-Version. Ich lese es gerade nochmal vor. So. Zwei Mana für eine Sorcery. You may tap or untap target permanent, then you may tap and untap another target permanent. Cipher. Then you may exile the spell card encoded on a creature you control. Whenever that creature deals combat damage to a player, its controller may cast a copy of the encoded card without paying its mana cost. Also, wir casten das. Wir enttappen zum Beispiel unseren Visier und eine Lotus Field, haben also dann quasi das Dreifache an Mana. Übrigens, Lotus Field, wer das nicht kennt, enters the battlefield tapped und when it enters the battlefield, sacrifice two lands. Also man kommt, es kommt rein und es muss zwei Länder von geöffnet, geopfert werden. Dafür tappt es aber für drei Mana von any of one color. Und jetzt natürlich die Frage. Also wir haben Lotus Field auf dem Feld. So, sagen wir mal, wir haben zwei andere Länder vorher getappt. Dann kommt das rein, das heißt, wir haben zwei Mana. Das kommt getappt rein. Dann könnten wir mit Hidden Strings die untappen. Und wenn wir dann ein Visier auf Tumbling Sands haben, können wir quasi, wenn das angetappt ist, Visier tappen, nochmal Mana machen.
dann von den Hidden Strings einmal Lotus Field und dann Visier wieder enttappen, dann wieder Lotus Field tappen und wir würden dann halt lächerlich viel Mana generieren. Das ist doch, glaube ich, der Deal mit dem Deck, oder? Es geht gar nicht darum, irgendwie Infinite zu gehen oder so, sondern einfach nur darum, mit Hidden Strings und Visier dass man zwei Karten oder zwei Permanente tappen und enttappen kann, eben dazu auszuwählen, dass man halt sehr viel Mana mit Lotus Field macht. Also man versucht auch gar nicht diesen Trigger von Lotus Field, dass man Karten sacrificed, irgendwie loszuwerden, sondern man versucht wirklich einfach Value daraus zu generieren. Und ja, das ist, glaube ich, der Deal damit. Und dann versucht man halt mit Masterminds Acquisition und eben halt anderen sehr hochpreisigen Karten dann zu gewinnen. Eben mit The Second Sun, Approach of the Second Sun oder halt eben andere Karten, die da gut reinfallen. Aber naja, wir haben Sivir and Scrying, search your library for a land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Das ist ganz klar. Suchen wir Lotus Field mit. Dann Strategic Planning sucht uns andere Combo-Pieces, die wir noch brauchen, in Sorcery Speed. Die haben wir auch schon in der anderen Deckliste gesehen. So, dann haben wir Pour Over Pages dreimal, fünf Mana, ne, viermal, sorry. Und dann haben wir auch schon quasi das gesamte Deck gesehen. Und ja, so wie ich das verstehe, ist das halt genau das, was ich eben gesagt habe. Also man versucht einfach so schnell wie möglich eben 9 oder 12 Mana zu ergattern und dann eben mit den Fae of Wishes oder Masterminds Acquisition zum Sideboard zu kommen. Und da passiert dann der Crazy Shenanigans. Da passiert dann richtig crazy Shit. Dö. So, eine der Money-Karten, beziehungsweise eine der teuersten Karte hier, ist Omniscience. Das einfach sagt, das sind 10 Mana. Enchantment, you may cast spells from your hand without paying their mana cost. Das heißt, wenn das einmal liegt, dann haben wir komplett freies Spiel. Ist aber dementsprechend im Sideboard quasi als so eine Art Wishboard. So, sonst haben wir Peer into the Abyss. Genau, das versucht dann quasi einfach weitere Hidden Strings zu finden. Also, sagen wir mal, wir haben jetzt dreimal Lotus Field getappt, haben 9 Mana, dann würden wir mit Fae of Wishes, ich glaube, 4 Mana daraus das raussuchen. Oder? Ja, doch, mit 4 Mana quasi uns die Karte auf die Hand holen, mit dem restlichen Mana das nochmal casten und dann versuchen, daraus wieder einen Hidden Strings zu finden. Und genau, Peer into the Abyss haben wir ja auch nochmal im Main Deck. Dann halt quasi zum Suchen. So, hier haben wir jetzt das exklusive Artwork von dieser Version. Das ist ursprünglich nur in Arena so erschienen. Und das stimmt mich tatsächlich ein bisschen froh, weil es halt ein bisschen spezieller ist. Ich habe noch Approach of the Second Sun im Ordner und ich bin am Überlegen, ob ich die quasi eintauschen soll dafür, dass ich sie zumindest zweimal im Sideboard habe. Aber mal gucken. Also die Liste zum Beispiel jetzt gerade, die ich vor mir habe, die spielt die gar nicht mehr. Aber muss man mal gucken. Schauen wir mal. So, Sweltering Sun, einfach 3 Mana zum Boarden, zum Wipen vom Board. So, Shifting Ceratops, das ist zum Beispiel so ein Kandidat, weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Ich meine, ist ganz gut, quasi, um einfach den Combo-Plan über Bord zu werfen und einfach anzugreifen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir wollen mit dem Deck ja nicht fair gewinnen. Also es wäre potenziell Sachen, die rauskämen. So, Thought Distortion. Can't be countered. Target opponents reveals their hand. Exile all non-creature, non-land cards from that player's hand and graveyard. Ja, das ist nicht schlecht. Dann Void Snare. Return target a non-land permanent to its owner's hand. Ja. Blink of an Eye. Macht dasselbe. Tormund's Crypt. Graveyard Hate quasi, dann noch Negate im Sideboard zum
Countern, Wield gegen Artefakte und Enchantments. Also interessant auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich mit dem Deck hier anstelle. Denn, wie gesagt, ich kenne mich noch nicht sehr krass damit aus. Ich würde es, glaube ich, was das Main-Deck angeht, erstmal so lassen. Außer mir fällt jetzt quasi, wenn ich die Liste einmal durchgehe, irgendwas auf, was ich auf jeden Fall haben müsste. Also wir können die Landbase auf jeden Fall ein bisschen auffrischen. Das können wir auf jeden Fall tun. Das heißt, die Landbase, was auf jeden Fall drin bleibt, achso, das ist jetzt Sideboard, das kommt später. Was auf jeden Fall drin bleibt, ist Thespian Stage und Lotus Field, ganz klar, die braucht man. Fair, seit wann zocken wir dann faire Decks in Magic, ja. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich ein designiertes Combo-Deck spielt. Das heißt, die bleiben auf jeden Fall. Temple finde ich diesmal nicht so schlimm. Genau wie die Painlands finde ich eigentlich auch nicht so schlimm. Das heißt, dazu käme jetzt noch was dazu. So, schaue ich doch mal in den Ordner. Zack, bumm. So, wie eben schon angekündigt, ich habe gar nicht so viele grün-blaue Karten. Aber hier habe ich zumindest schon mal drei, die ich auch, glaube ich, alle so reinpacken werde. Also nochmal zwei zusätzliche Tempel und ein Hinterland Harbor, was ein Checkland ist. Also das heißt, man braucht ein Forest oder ein Island auf der Hand, beziehungsweise auf dem Feld, damit er ungetappt reinkommt. Und das heißt, das ist doch ganz gut, um das noch damit hinzuzufügen. Und dann würde ich quasi einfach dafür drei Basic Lands cutten. Ich glaube, ich würde zwei Forests, ein Island cutten. Seid ihr noch bei mir? Seid ihr noch da? Ich habe das Gefühl, seitdem der Stream am abgestürzt ist, sind irgendwie kaum noch Leute da. So. Achso, und genau, hier ist noch eine Blast Zone mit drin, die ich für sehr sinnvoll halte, zu spielen. Dementsprechend gucke ich mal gerade, weil dafür würde eventuell auch noch ein Land rausfliegen. Blast Zone, zack. Ja, mal sehen. Habe ich sogar zweimal, aber ich glaube, ich würde es erstmal nur einmal spielen. So. Da ist die Blast Zone. So. Das heißt, dafür, genau, würde noch ein Land rausfliegen. Ich glaube, dann kommt mal ein Forest raus. Oder? Nee, kommt noch ein Island raus. Ich habe schon drei Forests sonst gecuttet. Das wird sonst ein bisschen zu viel. So, Temple of Mystery. Hinterland Harbor ist quasi einfach nur so ein Bonus. Botanical Sanctum, das bräuchte ich halt eigentlich eher. Also Hinterland Harbor weiß ich auch gar nicht, ob das halt so gut ist. Ich sag mal, budgetmäßig wird das, glaube ich, schon klar gehen. Aber, ja, das schauen wir mal dann. So, das heißt, wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Länder. Die Liste spielt jetzt 24, aber die haben auch MDFCs. Also moduale Flipkarten. Diese Bala Red Recovery. Oh, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Kiste holen soll und mal kurz reinschauen soll. Ja, doch, ich glaube, ich muss mal kurz die Kiste holen. Ich würde
vermutlich sogar noch eine Karte finden, die einen ähnlichen Effekt hat. Also in der Kiste jetzt mal nicht. So. Ich würde sagen, wir gehen gerade noch mal den Ordner durch, ob noch irgendwas Interessantes dabei ist. Achso, nee, die ganzen Karten, die waren jetzt im Moment irrelevant. Wir kommen mal auf Seite. So, wir schauen mal gerade. Im guten alten, viel zu überfüllten Ordner. Was wir denn da so haben. Wir gehen mal blau durch. Okay, ich glaube, bei Ein-Mana-Spells gibt es nicht wirklich was, was noch relevant wäre. Eventuell halt abwägen, also consider, anstatt dem Opt. Aber Opt wird auch zum Beispiel in der Liste gar nicht gespielt, was mich auch irgendwie überrascht. Weil kann ja eigentlich nicht schaden, so ein bisschen zu opten. Oh, Dig Through Time. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten habe ich gerade davon? 2. Schade. Hätte ich hiervon noch eine dritte, würde ich die auf jeden Fall eintauschen gegen die von dem Deck. So viele Karten habe ich noch nicht. Beziehungsweise alle gut. Alle richtig guten stecken in den passenden Decks. Ja, so sollte es ja auch eigentlich sein. Ne? Das passiert halt, wenn du dazu tendierst, Karten nicht so regelmäßig so alle mal loszuwerden. Oh, Mass Manipulation, das wäre doch auch geil. Gerade mit so viel Mana. Das wäre doch... Habe ich den Jace, den 4-Mana-Jace? Ich glaube fast nicht. Nö. Ich glaube, das Mass Manipulation, das packe ich mir mal raus für das Sideboard als so ein Fun-Off. Okay, hier sind wir schon bei den schwarzen Karten. Ein Balefire. Banefire, so heißt es. Das wäre ich auch noch on board mit. Komm, packen wir doch das Banefire noch im Sideboard. Also, ich gehe gerade quasi die Liste durch, die ich online sehe. Und schaue einfach, welche Karten mir dazu noch auffallen würde. Shadow's Verdict. Das habe ich, glaube ich, sogar. Und Anger of the Gods anstatt Sweltering Sun. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Und Anger of the Gods habe ich hier tatsächlich noch. Das heißt einmal. Zweimal Anger of the Gods. Was hatte ich eben auch noch gesagt? Fry. Das kann schon echt nicht schaden, glaube ich. Achso, Shadow's Verdict, da waren wir gerade. Ja, aber das ist halt das Problem. Ich habe halt viele Karten halt durch eben Booster und ich weiß, dass sie in potenziellen paar Decks gespielt werden könnten. Aber ich habe meistens nicht die Muße, mir das komplette Deck zu bauen. Da ist halt Commander sehr dankbar, dass du halt einfach dir ein passendes Commander-Deck um eine Legendary-Kreatur zusammenbauen kannst und da sehr viel halt auch raus verwenden kannst. Habe ich das gar nicht? Vier Mana. Da habe ich wohl doch nicht Shadow's Verdict. Aber mein Sphären ist nichts. Was macht das denn? Zu deinem Versorgungssegment schickst du die Sphäre ist nicht so wie andere Kreaturen und Planeswalker, deren Mana-Betrag kleiner oder gleich ist der Anzahl an leeren Marken auf ihr. Und Kreaturen und Planeswalker-Karten in den Friedhof, deren Mana-Betrag kleiner oder gleich ist als leeren Marken auf ihr. Ins Exil. Das wäre eigentlich quasi auch eine Art zu swipen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir den Weg gehen sollen. Okay, gucken wir uns mal die grünen Karten an. Ob da noch irgendwas Interessantes mit drin ist. Lanova 11. Der Classic Lanova 11. Geht nichts drüber. Meiner Meinung nach. So,
ganz geil. Bala Recovery, das ist 3 Mana. Muss ich mal gucken, ob ich den hier drin habe. Das wäre natürlich jetzt der Oberhammer. Old Growth Troll. Ich glaube, den sollte ich jetzt mal langsam verkaufen. Bevor Mono Green nicht mehr spielbar ist. Aber ich befürchte fast. Ich befürchte fast, ich habe das leider nicht. Und es ist natürlich so, jetzt ohne Erfahrung vom Deck zu haben, auch sehr schwierig für mich jetzt zu sagen, okay, die hole ich mir auf jeden Fall. Also da würde ich im Zweifel vorher erstmal mir das Deck einmal angucken als Play, also wie es halt gespielt wird und dann halt entscheiden, ob ich mir das zusätzliche Karten kaufe oder nicht. Denn das Deck ist auf jeden Fall spielbar, so wie es ist. Das Fry nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ist halt nur die Frage, ob es jetzt halt die optimierteste der optimiertesten Varianten ist. Also von daher nicht so wichtig. So, jetzt suchen wir noch 2 Karten. Und das ist einmal. Hoppala. Hier seid ihr ja über meine Feather-Sammlung gestoßen. Die ist jetzt nicht sehr eingiebig, aber es ist, glaube ich, jede Version, die es so von Feather gibt. Einmal die Old Border-Version. Also, ich habe die Old Border-Foil-Version, die fehlt mir noch. Also, wenn ein großzügiger Spender mir die schenken möchte, kann er sich gerne melden. Nee, aber Spaß beiseite. Die Old Border Time Spiral Remastered-Version, dann die Promo-Pack-Version in Italienisch, habe ich mir schön dort gekauft, in Foil. Dann die reguläre Version in Englisch und dann noch ein paar Versionen in Deutsch. Tatsächlich die Pre-Release-Version, die würde mir auch noch fehlen. Also Feathers sammle ich tatsächlich. Und hier lustigerweise noch vom Seven Dragons die, den Kassenbon, den habe ich aufbewahrt, weil ich die Erinnerung gerne bewahren möchte, dass ich mir das dort gekauft habe. So, jetzt ist natürlich die Frage. Hier gibt es natürlich sideboard-mäßig einiges, was man hier spielen könnte. Aber ich glaube, so richtig Sinn macht so Tron-mäßig eher halt eben Ugin the Spirit Dragon. Wir sind jetzt nicht full-on colorless. Sonst würde ich halt, also, dass unsere Finisher colorless sind. Sonst würde ich noch Ugin the Ineffable eventuell in Erwägung ziehen. Aber ich glaube, Ugin the Spirit Dragon ist da schon echt die Top-Wahl. Walking Ballista. Boah, würde ich gern Walking Ballista spielen. Leute. Ich hätte so Bock auf Walking Ballista in Pioneer, ne? Aber wurde gebannt. Wurde leider Gottes gebannt. Und jetzt hier meine goldenen Karten. So etwas findet man meistens beim Spielen heraus, was am besten passt. Ja, absolut. Definitiv. Vor allen Dingen, was halt einem auch fehlt, ne? Also das ist halt auch nochmal so ein ganz anderer Punkt. Ich bin hier gerade am Überlegen, ob es nicht noch Sinn macht, von hier vielleicht ein paar ins Spirits Deck zu passen. Also gerade die Dovin's Veto vielleicht. Aber ich spiele auch nicht wirklich Negate, also nicht wirklich. Detention Sphere. Yorion, nee, ich glaube, da stolper ich jetzt gerade einfach nur so ein bisschen drüber und denke mir so, oh nice, das hätte man mal reinspielen können, aber in Wirklichkeit brauche ich es nicht. Hier, Niv-Mizzet Parhun, den möchte ich in meinem Sideboard spielen auf jeden Fall. Ist tatsächlich eine Karte, die wurde einem, das wissen die meisten gar nicht, wurde einem geschenkt im Local Game Store, deswegen habe ich die auch auf Deutsch hier, weil es gab ja früher diese Willkommen Decks. Und das wurden später Willkommensbooster. Und ich weiß gar nicht, ob es die aktuell immer noch gibt. Und da war unter anderem ein Niv-Mizzet drin. Und ich glaube, ein Garruk Planeswalker, den Monogrünen. Und deswegen habe ich den. Also gibt es jetzt hier noch irgendwas, was man eventuell spielen könnte oder wollte oder dürfte? Ich glaube, so dreifarbiges Zeug. Nee, lassen wir erstmal. Lassen wir das doch erstmal. So, aber ich glaube, die wichtigsten Karten haben wir jetzt. Das kommt wieder auf Seite.
Hoppala, hier ist ja einiges ein bisschen durcheinander gegangen. So, Main Deck. Wollen wir da jetzt noch irgendwas ändern, war die Frage. Die Sachen, die ich rausgesucht habe, sind eigentlich alle Sideboard. Also belassen wir es dabei so. Und Happy Sleeving. Basics, zwei Islands. Das trifft sich gut, denn viele Islands haben wir schon ins Spirits Deck gesteckt. Aber was haben wir denn da noch Fancyes? Oh, ich könnte das Non-Foil hiervon reinnehmen. Und... Oh, ich mag die Foils aus MH2. Die sind wirklich cool. Das waren, glaube ich, alle Foils. Oh, Snow-Covered Islands, das ist falsch einsortiert. Oh nee, weißt du was, dann nehme ich die beiden doch. Ist zwar einheitlich, das ist ja eigentlich nicht so mein Stil, aber jetzt gerade fühle ich es. Wäre natürlich eine Option, versuche die im Moment auch immer wieder dazu zu kriegen, Standard bzw. Pionier zu spielen. Mit unseren Karten ist jedes 60 Kartendeck ein Pionier-Deck. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ey, aber ich habe ja auch angefangen mit Hour of Devastation. Das kam, glaube ich, gerade raus, als ich angefangen habe. Und da habe ich halt auch ganz klar halt ein Favorite, was halt Pioneer angeht, weil ich von dem Standard halt eigentlich alles bis Shadow over Innistrad oder einschließlich Shadow over Innistrad irgendwie in irgendeiner Art und Weise in meinen Farben besessen habe. Und dementsprechend war das halt auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht kommt ja mal irgendwann mal ein Pioneer Masters raus. Ich weiß gar nicht, ob es das unbedingt braucht, ehrlich gesagt. Also, ich wäre schon dafür. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich jetzt hier auch die Modern Horizons 2 Foils in diesem geilen Foiling? Ich glaube fast nicht. Das wäre ja natürlich der Oberhammer. Nee, das habe ich leider nicht. Aber wie viel brauche ich denn? 4. Okay, dann haben wir hier 1, 2 und 3 und 4. Aber ich wäre auf jeden Fall ein Fan von Pioneer Masters. Einfach nur, weil so die paar Karten, die halt noch teuer sind, so Thoughtseize, was auch immer wieder genannt wird, ist dieses, wie heißt es? Nykthos, Shrine of Nyx. Das bräuchte echt mal ein Reprint. Und dann halt so ein paar Planeswalker, glaube ich. Und halt die Shocklands auf jeden Fall. Bei den Shocklands würde ich halt echt mal Ausschau halten nach dem neuen Unset, was jetzt nächstes Jahr kommen soll. Weil ich glaube, da wird es nochmal ein neues Reprint und damit halt eben ein bisschen besseres. Ein bisschen bessere Preise bei rumkommen. So, ich zähle einmal kurz durch, ob ich jetzt hier auch ein 60-Karten-Deck habe. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Wird Dig Through Time nur zweimal hier drin gespielt? Kleinen Moment. Wenn das ja so wäre, dann könnte ich ja doch meine Promos spielen. Oh mein Gott, das tue ich. Das tue ich doch gerne. Teferi liegt auch bei 28 Euro. Ja, der Hero of Dominaria, ne? Stimmt, der bräuchte tatsächlich auch noch einen Reprint. Wobei, das ist halt das Ding so. Das Ding ist halt auch so, braucht Teferi wirklich einen Reprint? Weil 28 Euro, würde ich sagen, ist für eine High-Value-Karte echt noch okay. Also, wenn du dir teilweise Sachen anguckst, wie teuer ein Ragavan in Modern ist oder andere vergleichbare halt Staples wie Aetherbile oder sowas in Modern, dann sind die halt schon echt lächerlich teuer. Ich würde fast schon sagen, 28 Euro für ein Teferi ist nicht günstig, aber ist halt im Zweifel auch in Ordnung. Weil du weißt halt, wenn er nicht gebannt wird, was jetzt, sage ich mal, unwahrscheinlich ist, ist es halt wirklich eine Karte, die du auch wirklich behalten wirst.
So, und ich hab nichts dagegen, dass Karten Wert haben, prinzipiell. Aber ich habe halt was dagegen, dass Karten zu teuer sind. Und ich finde Karten, die Staples in Modern, zu teuer. Und die Staples in Pioneer, ja, die könnten einen Reprint gebrauchen, aber ich glaube, man kommt halt, wenn man es länger spielt, auch ganz gut ohne Reprint aus. Aber halt ein Pioneer Masters würde ich schon verlangen, dass das mit drin ist. So, jetzt kann ich mich schön meine Old Border Foil Dixru Times spielen. Wenn ich ein drittes davon noch finde, dann werde ich das auf jeden Fall auch spielen. So, Main Deck ist fertig. Wir gucken mal noch gerade das Sideboard. Da haben wir ja schon ein bisschen geguckt, was wir cutten. Das sind auf jeden Fall die zwei Shifting Ceratops. Das sind gute Karten. Die kann man definitiv in Pioneer spielen, aber nicht in unserem doch eher unfairen Vorhaben. So. Void Snare, Blink of an Eye, Tormund's Crypt, Negate, zwei Wills. Drei Thought Distortion. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen cutten. Sweltering Sun, Approach of the Second Sun, Omniscience and Peer into the Abyss. So. Wir haben aufzufüllen Niv-Mizzet Parhun. Niv-Mizzet der Parhun. Ich nenne ihn einfach nur Parhun. Ugin the Spirit Dragon, Fry, Anger of the God, zwei Stück, Banefire und Mass Manipulation. Das sind gerne die Karten, die ich spielen würde. So, und übrigens, wenn ihr euch fragt, woher ich die Informationen habe, dass ich sie gerne spielen würde, kommt auf meinen Desktop. Hier habe ich eine Liste, eine Hidden Strings Liste von MTG Goldfish. Und hier steht halt halt auch mit drin, mit hier Banefire wird hier gespielt, eine Void Snare, eine Fry, Wild, zwei Anger of the Gods, Mystical Dispute wäre auch wahrscheinlich was Interessantes für mich. Nine Lives. Das ist halt richtig gut im Agro-Match. Entschuldigung. Ja, ich bin halsmäßig noch ein bisschen verschleimt. Das tut mir leid. Das ist sehr unangenehm wahrscheinlich zu hören. Ich entschuldige mich. Auf jeden Fall, Nine Lives ist so ein Ding. Ich guck mal gerade, ob ich das doch noch hab. Das wäre ja auch wirklich cool, das mal zu spielen. Aber warte mal, ich könnte ja hier eigentlich alternativ anstatt Shadow's Verdict könnte ich ja in der Theorie auch Fumigate spielen. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz gute Sideboard-Karte. Ich weiß, es ist ein bisschen anders. Ich weiß, es ist ein bisschen anders wie Shadow's Verdict, weil es auch natürlich unseren Stuff treffen kann, auch wenn der teurer ist als was ist das hier? With converted mana cost 3 or less from the battlefield and all creatures and planeswalker cards with converted mana cost from all graveyards. Ah, ist auch Graveyard Hate drin, ne? Aber habe ich halt nicht, was soll ich sagen? So. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal knallhart an diese Liste halten würden, dann hätten wir einen Void Snare, das bleibt drin. Blink of an Eye würde rausgehen. Das heißt, wir hätten auch noch einen Banefire. Ich lege mir das mal hier gleich zurecht. Das heißt, Banefire, Void Snare, Fry. Kein Negate, kein Tormund's Crypt. Weiß ich noch nicht, ob ich das so machen würde. Auf jeden Fall zwei Anger of the Gods, genau. Dafür würde die Sweltering Sun rausgehen. Mystical Dispute lassen wir erstmal raus. Nine Lives ist okay. Habe ich nicht. Jace Wield of Mysteries habe ich leider auch nicht. Shadow's Verdict, dafür halt Fumigate. Ein Thought Distortion anstatt drei, die wir jetzt aktuell drin haben. Ein Peer of the Abyss habe ich auf jeden Fall auch drin. Und dann haben wir noch Approach of the Second Sons, Omniscience. Ich glaube, ein Wild tue ich auch noch raus. Wie viele Karten haben wir denn?
Warte mal, ich gehe mal wieder. Ach so. Ich finde es auch cool, wenn man mit den Leuten, die Content produzieren, direkt austauschen kann. Ja, das ist wirklich was. Ey, das ist immer was, was mir immer negativ aufgefallen ist bei dem bisherigen Podcast, bevor wir Ask Us Anything haben. Einfach nur, dass man halt auch so eine Interaktion drin hat mit euch. Und deswegen, das ist mir halt super wichtig, jetzt auch gerade so einen Livestream ab und zu mal zu haben, um einfach auch mal so ein bisschen was zu machen, was ich halt so in Planung habe, aber vielleicht auch noch nie halt wirklich umgesetzt habe. Und hier kann ich das halt ausleben und direkt mit euch kommunizieren. Also alles cool. So, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Was will ich noch unbedingt spielen? 12, 13, 14. Oh, dann hätten wir jetzt tatsächlich noch Platz. Das ist ja Hammer. Ich schwanke tatsächlich zwischen Negate und Tormon's Crypt. Weil ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Plan gegen Graveyard-Decks. Exile All. Thought Distortion ist aber auch quasi. Ist eigentlich auch ganz gut passend dafür. Aber ich glaube, Tormon's Crypt ist ganz gut, weil man kann es sich quasi raussuchen und direkt for free spielen. Und man hätte dann einen guten Weg, dagegen zu gehen. Was ich sonst noch ausgesucht habe, falls das jetzt noch nicht ganz klar sein sollte, also anders gesagt, wir gehen genauso nochmal durch, wie ich eben das andere Sideboard durchgegangen bin. Ein Mana, zwei Mana. Das ist auch noch technisch gesehen ein Mana. So. Drei. Es ist so lächerlich, wie viel CMC hier quasi liegt. Das ist 6. 6. Das ist technisch gesehen noch 4. Das ist 5. 7, 7, so, 8 und 10. Also, unser Sideboard oder mein Sideboard aktuell sieht folgendermaßen aus. Wir haben ein Bannfeuer. Fügt einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Falls x 5 oder mehr beträgt, kann dieser Zauberspruch nicht neutralisiert werden und der Schaden kann nicht verhindert werden. Das heißt, das ist ein cooler Notfallfinisher, falls wir halt noch letzte Schadenspunkte dem Gegner zuführen müssen. Dann Tormon's Crypt. Einfach, wie eben gesagt, ist es halt eben Graveyard Hate. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Tormon's Crypt, auf jeden Fall Graveyard Hate, also für 0 Mana kann man es auf ein Spielfeld bringen und dann tappen und sacrificen, um alle Graveyard-Karten eines Spielers zu wegzuhauen. Void Snare, 1 Mana, Sorcery, Return Target, Non-Land Permanent to its owner's hand. Wahrscheinlich in verschiedenen Fällen sehr gut und sehr interessant. Fry, 2 Mana, this spell can't be countered. Fry deals 5 Damage to target creature or planeswalker, that's white or blue. Das könnte zum Beispiel ein Teferi treffen. Oder eine große blaue Kreatur oder sonst irgendwas. Wild, 2 Mana, destroy target artifact or enchantment. Und man kann es für 2 Mana cyclen. Da es in unserem Sideboard ist und wir es uns in der Regel tutoren würden, werden wir das in der Regel nicht so verwenden. So, Anger of the Gods haben wir zweimal drin, ist eine Sorcery für 3 Mana, deals 3 Damage to each Creature. If a creature dealt damage this way, would die this turn, exile in stand. Sehr, sehr gut gegen Izzet Phoenix. Denn einmal damit erwischt, ist es geexiled und kann nicht mehr wiederkommen. Deswegen zweimal. So, jetzt mein Spicy Pick, weil wir haben viel Mana im besten Fall. Und das wollte ich ausgeben in Mass Manipulation. Gain control of x target creatures and/or planeswalker für 4 blaue Mana und doppelt x. Und das ist einfach quasi, ich klaue dem Gegner im besten Fall das Board, wenn ich genug Mana habe natürlich. Fumigate, 5 Mana, destroy all creatures, you gain 1 life for each creature destroyed this way. Das ist quasi mein Ersatz für Shadow's Verdict. Es ist ein bisschen schlechter als Shadow's Verdict, weil es Graveyard nicht exiled, aber man nimmt, was man hat. So, Thought Distortion, 6 Mana, this spell can't be countered, target opponent reveals their hand.
Exile all non-creature, non-land cards from that player's hand and graveyard. Also das ist tatsächlich auch gegen Control, gegen Izzet Phoenix, denn ohne, ohne non-creature Spells kann man Phoenixe nicht mehr aus dem Friedhof holen. Sehr gut. Niv-Mizzet, der Parun, 6 Mana, davon 3 blau, 3 grün, für einen 5-5 Drache-Zauberer, der nicht gecountert werden kann. Und immer wenn ich eine Karte ziehe, fügt diese Kreatur einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Immer wenn ein Spieler einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkt, ziehe ich eine Karte. Also quasi, ich ziehe Karten, was ich natürlich mit meinem ganzen Draw-Spell im Main-Deck so viel besser kann noch, und shoote quasi alle kleinen Kreaturen runter und zur Not Lebenspunkte des Gegners. Approach of the Second Sun, glorious new artwork. Hat sehr viel Text drauf. Im Endeffekt, wenn ich das zum ersten Mal caste, bekomme ich 7 Leben und pack's auf die 7. Stelle von der Library von oben. Und wenn ich das ein zweites Mal caste von meiner Hand, dann gewinne ich das Spiel. In der Theorie müsste ich das zweimal hinhaben, dann könnte ich mir quasi in der einen Runde das aus dem Sideboard rausholen, casten und in der zweiten Runde quasi mir einfach eine zweite Kopie davon aus dem Sideboard casten und dann so gewinnen. Aber also die Liste, die ich mir eben angeguckt habe, die spielt es gar nicht und ich möchte es eigentlich ganz gerne mal ausprobieren, deswegen lassen wir es zumindest einmal drin. So, Peer into the Abyss, Target Player draws cards equal to half the number of cards in their library and loses half their life, rounded up each time. Also zieh die Hälfte deines Decks, beziehungsweise verliert dann auch noch die Hälfte deiner Leben. Ich glaube, das benutzen wir hauptsächlich, um eben sehr viele Karten zu ziehen. Funktioniert sehr gut mit Niv-Mizzet Parun, just saying. Und hilft uns vor allen Dingen, unsere Combo-Pieces zu finden. Ugin the Spirit Dragon. 8 Mana für einen 7 Loyalty Planeswalker Ugin. Plus 2, Ugin the Spirit Dragon deals 3 damage to target creature or planeswalker. Minus X, exile each permanent with converted mana cost X oder weniger. That's one or more colors. Also alle farbigen Permanente quasi. Und dann minus 10, you gain 7 life, draw 7 cards, then you put 7 permanent cards from your hand into the battlefield. Also die Ultimate ist quasi, du gewinnst das Spiel. Und Omniscience ist quasi, you can cast spells from your hand without paying mana cost. Das ist auch ein Ultimate, I win the game quasi. Wie gesagt, ist nicht alles so, wie es die Liste online unbedingt vorsieht, aber es ist auf jeden Fall genug, um herumzuspaßen. Und dementsprechend bin ich sehr gewillt, das Deck mal zu spielen und werde euch davon berichten, wie es denn für mich geklappt hat. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja sogar im Discord mal so eine Webcam-Match zu spielen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock.